12 seltsame Fakten aus der ganzen Welt, die 98% der Touristen verwirren. Die meisten von uns wissen, dass manche Dinge, die in einem Land normal sind, in einem anderen ganz abgefahren sind. Wir haben einige der spannendsten Fakten über verschiedene Länder für dich aufbereitet. Ein paar davon werden dich sprachlos machen. Nummer 1. In Deutschland zerbrechen Gäste Porzellan vor der Hochzeit. In Deutschland gibt es eine ungewöhnliche Tradition, die Polterabend genannt wird. In der Nacht vor der Hochzeit schmeißen die noch Junggesellen eine informelle Party, zu der Gäste oft Geschenke mitbringen. Der Höhepunkt dieser Party ist, dass Gäste Porzellan und andere Keramikgegenstände zerbrechen, wie Blumenvasen, Geschirr und so weiter. Fast alles darf zerbrochen werden, außer Glas, weil das Glück symbolisiert. Nachdem alles zerbrochen wurde, muss das Paar das Chaos wieder aufräumen. Damit sollen sie lernen, wie wichtig es ist, vereint zu sein und gemeinsam mit allen möglichen Schwierigkeiten in einer Ehe umzugehen. Die Deutschen verbinden manchmal die Hochzeit selbst und den Polterabend, sodass das Zerbrechen beim Anfang des Brautpaares passiert. Was für ein Spaß! Nummer 2. Menschen in Russland machen eine Schweigeminute vor jeder Reise. In Russland gibt es die weit verbreitete Tradition, die gleichzeitig ein Aberglaube ist, dass man 5 bis 10 Minuten still dasitzt, bevor man das Haus verlässt. Auch wenn nur eine Person verreist, sitzt sich die ganze Familie hin. Diese Tradition kommt von dem russischen Glauben, dass es in jedem Haus einen Hausgeist gibt, den sie Domowoi nennen. Er ist der Hüter des Hauses und hasst es, wenn jemand fortgeht. Deshalb musst du für einen kurzen Moment den Geist austricksen, um zu zeigen, dass du keine Eile hast, das Haus zu verlassen. Wenn es ein guter Domowoi ist, gibt er dir sogar ein Zeichen, dass du nicht gehen solltest, indem er zum Beispiel etwas auf den Boden wirft oder dir ein Rat ins Ohr flüstert. Man muss deshalb leise sein, damit man den Hausgeist flüstern hört. Nummer 3. In Spanien isst man an Silvester 12 Trauben. Das ist eine Tradition und sogar ein Aberglaube unter den Spaniern. Wenn die Glocke um Mitternacht 12 Mal schlägt, isst jeder um den Tisch seine 12 Trauben. Eine für jeden Glockenschlag und für jeden Monat des kommenden Jahres. Das Ziel ist es, alle beim Läuten der Glocke zu essen. Gratulation, wenn du es geschafft hast. Das bringt dir ein Jahr voller Glück. Manche glauben auch, dass eine süße Traube bedeutet, dass dieser Monat, für den sie steht, ein guter sein wird. Eine saure bedeutet einen schlechten Monat. Zu schummeln und alle Trauben auf einmal in den Mund zu stopfen, gilt nicht. Das wird Unglück bringen. Coole Tradition, nicht wahr? Ich glaube, das werde ich am diesjährigen Silvesterabend ausprobieren. Nummer 4. Japan hat eine strenge Taillenumfang-Vorschrift. Im Januar 2008 erließ die japanische Regierung das Metabo-Gesetz, um Fettleibigkeit und die damit verbundenen Krankheiten zu bekämpfen. Laut dem Gesetz gibt es eine Begrenzung des zulässigen Taillenumfangs für japanische Bürger zwischen 40 und 74 Jahren. Für Männer nicht mehr als 85 cm und für Frauen nicht mehr als 90 cm. Und diese Zahlen kommen nicht von irgendwoher. Sie stimmen mit den Richtwerten überein, die 2005 von der Internationalen Diabetesföderation für Japan bestimmt wurden, als Ratgeber zur Identifikation von Gesundheitsrisiken. Bei der jährlichen Gesundheitsuntersuchung müssen Männer und Frauen in dieser Altersgruppe auch ihren Taillenumfang messen lassen. Wenn er den vorgeschriebenen Wert übersteigt, sollte sich der Betroffene medizinischen Rat holen. Eine umstrittene Maßnahme, aber wenigstens versucht die Regierung irgendwie zu helfen. Nummer 5. In Dänemark wird man von Familie und Freunden mit Zimt beworfen, wenn man mit 25 Single ist. Als erwachsener Single hat man es gar nicht leicht. Der ständige Druck von deinen Mitmenschen kann einen verrückt machen. Aber in Dänemark treibt man es auf die Spitze. Wenn du 25 wirst und immer noch Single bist, dann bindet man dich an einen Stuhl oder einen Laternenpfahl, während du von den Freunden und der Familie von Kopf bis Fuß mit Zimt beworfen wirst. Diese Tradition entstand anscheinend vor hunderten von Jahren, als die Gewürzverkäufer die Welt bereisten und nirgends so lange bleiben konnten, um eine Familie zu gründen. Wenn du 30 wirst, kommt es sogar noch schlimmer, denn dann wird Zimt gegen Pfeffer eingetauscht. Als wäre das Single-Leben nicht schon hart genug. Nummer 6. Für eine Beerdigung in Taiwan kann man einen Stripper organisieren. In Taiwan ist es nicht ungewöhnlich, dass Pole-Dancer oder Stripper für die Toten bei einer Beerdigung tanzen. Pole-Dancers treten in manchen Regionen sogar bei religiösen Festen auf, um die wandernden Geister anzulocken. Diese makabre Strip-Show kostet normalerweise rund $800. Diese Tradition besteht auch heute noch fort. Gerade erst performten etwa 50 Tänzer in schwarzen Bikinis in den Straßen zu Ehren eines verstorbenen Politikers. Hey, keine Verurteilungen. Andere Länder, andere Sitten.
Nummer 7. Niue verwendet Pokémon und Star Wars Geld. Die kleine Insel Niue im Südpazifik, ein mit Neuseeland verbundener unabhängiger Inselstaat, hat eine großartige Währung. Auf den Münzen sind Disney, Pokémon und Star Wars Charaktere eingraviert. Darauf sieht man Darth Vader, Meister Yoda, Prinzessin Leia und noch viele mehr. Du kannst diese Münzen auch auf eBay für ca. $30 kaufen. Natürlich ist der Neuseeland-Dollar ebenfalls eine anerkannte Währung auf der Insel, aber wer möchte den, wenn man Star Wars und Pokémon-Geld haben kann, stimmt's? Nummer 8. Der äthiopische Kalender liegt stets 7 Jahre hinter dem gregorianischen Kalender. In der ganzen Welt gilt der gregorianische Kalender, der ein Jahr mit 365 Tagen hat, 366 bei Schaltjahren. Aber das stimmt nicht in Äthiopien. Sie haben den koptischen Kalender beibehalten, der 13 Monate statt 12 hat. Und 12 der insgesamt 13 Monate haben jeweils 30 Tage. Der letzte 30. Monat, der Schaltmonat, hat nur 5 Tage. Äthiopier feiern Neujahr am 11. September und bei ihnen schreibt man jetzt nicht das Jahr 2018, sondern 2010. Nennt man das also Zeitreise, wenn ich nach Äthiopien gehe? Nur eine Frage. Nummer 9. In Frankreich kann man legal eine verstorbene Person heiraten. Dieses interessante Konzept wird posthume Heirat genannt und ist neben Frankreich auch im Sudan und in China bekannt. Die Möglichkeit entstand im Ersten Weltkrieg, als Freundinnen und Verlobte von gefallenen Soldaten ihre Beziehung offiziell machen wollten, auch wenn sie so dramatisch kurz war. Seitdem wurden immer wieder Anträge gestellt und 1950 machte die französische Regierung das Ritual legal. Die Heirat ist recht kompliziert. Die französischen Bürger müssen zuerst einen Antrag an den Präsidenten senden, der ihn an den Justizminister weiterreicht. Wenn die Familie des Verstorbenen der Heirat einwilligt, wird der Antrag an den Präsidenten zurückgesandt. Während der Hochzeitszeremonie steht die Braut oder der Bräutigam neben dem Foto des Verstorbenen. Es gibt kein "bis der Tod uns scheidet" im Gelöbnis und "ja, ich will" wird durch "ja, ich wollte" ersetzt. Nummer 10. In Vietnam haben alle denselben Geburtstag. Jeder Vietnamese teilt denselben Geburtstag mit seiner Familie, Freunden und jedem im ganzen Land. Geburtstage werden nicht am wirklichen Tag der Geburt gefeiert. Stattdessen feiern die Menschen ihren Geburtstag am Neujahr, der Tet Nguyen Dan oder nur Tet heißt. Er folgt dem Mondzyklus und fällt normalerweise zwischen dem 21. Januar und 19. Februar. Die Menschen in Vietnam geben ihr Alter mit dem Tierkreiszeichen des Jahres, in dem sie geboren wurden, an. Vietnamesische Familien feiern das Tet-Fest normalerweise mindestens 3 Tage lang oder manchmal noch länger. Es ist wie ein riesiges landübergreifendes Geburtstagsfest. Der Hammer! Nummer 11. In Indien wirft man Babys für ihr Glück von einem 9 Meter hohen Turm. In Solapur, Westindien, wird jährlich ein riskanter Brauch praktiziert. Babys werden aus einem 9 Meter hohen Tempel in ein von Männern gespanntes Tuch geworfen. Das soll dem Kleinkind Gesundheit und Glück bringen. Nach der Legende riet ein Heiliger den Eltern, dessen Kinder im Sterben lagen, einen Tempel zu errichten und ihre Babys vom Dach zu werfen, um ihr Vertrauen in den Allmächtigen zu demonstrieren. Als sie das machten, wurden die Babys auf wundersame Weise durch ein Tuch, das aus dem Nichts auftauchte, sicher gefangen. Daher kommt diese Tradition. Die Menschen aus dem Dorf Musti führen dieses Ritual schon seit 500 Jahren durch, ohne jemals ein Baby zu verletzen. Nummer 12. In Japan können gut aussehende Männer deine Tränen abwischen. Noch einmal zurück nach Japan. Japan ist aus vielen Gründen ein faszinierendes Land. Zum Beispiel aus diesem. Es gibt ein Unternehmen namens Ikemezo Danshi, das so viel wie gut aussehende Trösterjungs heißt. Man kann einen ihrer schönen Männer mieten, die dann deine Tränen trocknen, während du einen herzreißenden Film schaust. Ah, der Besitzer der Firma sagt, dass diese ungewöhnliche Idee daher kommt, dass Wein therapeutisch wirkt und jeder eine Schulter braucht, um sich anzulehnen. Der Preis für diese Dienstleistung beträgt rund $65 und du kannst dir den Mann selbst auswählen. Wollen wir hoffen, dass die Firma global expandiert? Was gibt es besonders Wissenswertes über dein Land? Erzähl es uns unten in den Kommentaren. Vergiss nicht, das Video zu liken, es mit Freunden zu teilen und abonniere unseren Kanal, wenn du mit uns auf der Sonnenseite des Lebens bleiben willst. Bis zum nächsten Mal!